Ne, ich Köln, was geht ab? Ich eben, ne, ich hatte noch eine miese Ballerei mit dem Türsteher. Er wollte mich gar nicht reinlassen, der Opfer. Ich komm so Eingang, ne? Der Türsteher, er sieht mich so, er sagt so, nein, Mann, das wird heute nichts. Du kommst nicht rein. Ich sag so, was, ich komme nicht rein, Digga. Ich bin noch mit Herab verabredet, Digga. Er sagt so, Herab verabredet sich nicht mit solchen Schlägern. Ich sag so, was, Schläger, Digga, bam, Digga. Ich zieh so eine miese Faust, ne? Danach hat er mir so Faust gezogen, danach ich ihn, er sich. Oh, boom, mein Telefon vibriert. Tamso Blamage, ich schwör, ich bin Fernsehen und mein Telefon, er vibriert. Blamiert, ich aber vielleicht ist wichtig, Beulerei oder so, dies, das. Ja. Yeah. Hallo, Sönke, na? Du sag mal, Sönke, ich war eben beim Kopierladen und hab für dich die ersten 6 Seiten aus Kabale und Liebe gleich mitkopiert. Zur didaktischen Literaturanalyse für Germanistik 3, genau. Gern geschehen, Sönke. Du, die Kopien haben 42 Cent gekostet, dass du mir das Geld bitte morgen zu dem Sit-in bei Tillmann mitbringst. Genau. Ja. Genau. Ne? Ja, genau. Alles klar, Sönke, dann bis morgen. Ja, mach's gut, bis dann. Tschüss. Ach ja, ich hab mich noch gar nicht so mäßig vorgestellt. Ich bin Augin, ich komme aus Hamburg-Ghetto. Meine Hobbys sind, dies, das, so Party, Weiber, Beulerei. In meiner Freizeit, ich beobachte auch gerne Aale während der Paarung. Ich spiele gern allein Malefiz. Ja, also ich lese gern dabei Duden. Später, wenn ich mir Abitur klar gemacht habe, dann möchte ich Kfz auf Lehramt oder Türsteherei studieren. Oh, wo ist schon wieder mein Telefon? VIP, was los, Ja. Was ist los, Denise? Hallo, Denise. Hallo? Sag mal, bist du im Funkloch drin, oder was? Was ist denn los, Denise? Die Kastanienmännchen? Was willst du mit den Kastanienmännchen? Verkaufen wo? In Flohmarkt drinne? Ja, aber nicht alle. Nee, nicht alle, Denise. Nee, Denise, ich hatte die Kastanienmänner damals mit Mama zusammen gemacht gehabt. Ein paar möchte ich schon, dass ihre Augen auf waren, ne? Nee, Denise, du verkaufst nicht alle. Das kommt überhaupt gar nicht in die Tüte drinne. Nee. Die Hälfte? Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Ja, na. Ja, die Hälfte ist okay. Ja, die Hälfte ist okay. Pass auf, die sind in den Keller drinne. Ja, da musst du nach in den Keller gehen und dann sind die oben links in der lilanen Schatulle drinne. Ja, am besten gehst du nach in den Keller drinne und rufst mich dann auch mal auf mein Handtelefon an. Ja, tschüss. Soll ich euch sagen, wie man jede Frau dabei Party klar machen kann? Ich sag euch so, VIP-Tipp, was ist das? Ihr müsst die Frau so von hinten antanzen. Ja, was ist das? Und dann, ihr müsst ihr so die Augen zuhalten, ne? Und dann, ihr flüstert so bei ihrem Ohr. Rapunzel, was glaubst du, welcher Ritter erobert dich gerade? Die Frauen, ne? Sie sind dann tam so aufgeregt. Sie denken dann so, ah, ein romantischer Mann. Und dann, ihr müsst der Frau zeigen, dass ihr viel wisst. Ihr müsst sagen, schönen guten Tag, Frau Dame. Ihr Hinterkopf hat genau die gleiche Eloquenz wie der Hinterkopf von Mona Lisa auf dem Gemälde von Leonardo DiCaprio. Tschüss, ja. Zu viel geraucht, Denkst, wenn er diesen Spruch bringt, ne, die Frauen, sie denken so, ha, er weiß sehr viel, er war bestimmt Schule, er hat bestimmt Arbeitsberuf, er hat Geld, Gold, Haus, Heizung, Scheune, ein Pferd, eine U-Bahn und bam, sie verlieben sich sofort, Okay, Leute, ich muss los. Ich hab gleich Treffen wegen Beulerei und nicht um meine Kollegen. Wir müssen uns doch warm machen, Nische. Also, Leute, macht's gut und denkt an mich. Hadde. Buddy Orgel, meine Damen und Herren. Vielen Dank.